Ja, moin moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Formel 1 2022 im großen Preis von Aserbaidschan. Guten Tag und willkommen in Baku. Wir sind jetzt da. Ich muss leider gestehen, das Training, das hatte ich leider mit irgendwelchen Komplikationen nicht geschafft, aufs Video raufzupacken. Ich bitte dies zu entschuldigen, ja, weil ich hatte das versucht zu simulieren, das hat nicht geklappt und die Aufnahme war dann auch nicht so schön, dann muss ich das abbrechen und leider hat sich das dann auch weiter, ja, das Spiel weiter vorgespult quasi oder weitergegangen und dann hat es sich auch gespeichert. Deshalb, also nicht wundern, dass wir das Training von Aserbaidschan jetzt nicht machen, dafür das Rennen. 20 Kurven. Ich würde sagen, wir starten nochmal direkt. Also wir sind, meine ich, letzter, meine ich. Und Charles Leclerc steht auf P2. Die restliche Startaufstellung. Können wir mal gucken. Perez, Hamilton, Lando Norris und Russell. Russell. Ricardo, Fernando Alonso, Tsunoda und Pierre Gasly. Bottas, Sainz, Sebastian Vettel und Ocon, Mick Schumacher, Stroll, Guan Yu Zhou und Alexander Albon. Ja, wir sind wahrscheinlich Letzter. Nee, voll 19. Wir sind vor unserem Teamkollegen. Das ist ja auch nicht verkehrt. Leute, ich muss nur sagen, das wird auf jeden Fall nicht einfach. Also tut mir leid nochmal, dass wir das Training nicht hinbekommen haben. Das Rennen geht jetzt aber dafür los. Ich bin mal gespannt, wie das hier in Baku wird. Oh, schlechter Start. Sehr, sehr schlechter Start. Aber erstmal wollen wir mal ein Screenshot machen. Denn ich liebe Screenshots, Leute. Ich liebe es. Gut. So machen wir das. Und dann gehen wir auch in das Rennen wieder zurück. Denn jetzt müssen wir halt aufpassen. Der Anfang ist halt der schwierigste Teil. Das war immer so mein Oh! Das war immer so mein schwierigster Part. Da fahre ich immer sehr doll auf. Oh! Diesmal hat es aber geklappt. Aber auch mit einem kleinen Stoß. Bei Sebastian Vettel sogar. Übrigens, Sebastian Vettel hört ja jetzt auch auf nach dieser Saison. Diese Nachricht schlug ja ein wie eine Bombe. War aber auch irgendwie abzusehen, der Sebastian Vettel, der war ja überall, aber nicht mehr irgendwie auf der Strecke. Zumindest ist mir das so vorgekommen. Weil seine alte Leistung konnte er nicht mehr so abrufen. Oh! Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Das war nicht schön. Wir fahren Plan A weiter. Definitiv. So, nur einmal durch. Ja. Ich meine, schön ist das nicht, was ich tue. Aber ich als Anfänger, immerhin. Oh, die Strecke hier bei Aserbaidschan, das wird gar nicht leicht. Oh, oh. Schön habe ich das nicht gemacht. Jetzt wurden wir natürlich von dem Ferrari Carlos Sainz eingeholt. Okay, das war gar nicht schön. Das muss ich nochmal wiederholen. Das war wirklich gar nicht so schön. Nach dieser Kurve fahre ich jetzt rein. Oh. Nee. Warte. Das war ja total falsch. Genau, hier möchte ich jetzt rein. Hier, einmal verteidigen den Platz. Ah! Gegen den Ferrari haben wir halt keine Chance, ne? Weil der Ferrari ist halt deutlich schneller als unser Fahrzeug. Oh, jetzt holt uns auch noch gleich Vettel ein, wenn das so weitergeht. Oh! Das wird aber noch besser. Oh, wir bauen aber auch hier fast Unfälle. Oh, Vettel. Vettel ist gegen die Leitplanke gefahren, gegen die Mauer da. Das war nicht fair. Come on, der soll uns nicht einholen. Wir fahren 330 km/h fast. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst.
Jetzt habe ich nicht aufgepasst, weil ich auf das auf dem Tacho geguckt habe. So, jetzt noch mal ein Versuch. Jetzt. Und jetzt gleich bremsen. Hier wurden wir ja fast eingeholt, deswegen war ich ein bisschen auch irritiert, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das war gut. Sehr, sehr gut. Leute, ich habe ja auch schon mal ohne Video mal so gezockt, das Spiel mal angezockt. Und ja, man macht ja mal auch eine Soundeinstellung, ob das nicht zu laut oder zu leise ist. Dann ist mir aufgefallen, als ich den Ferrari mal so zum Testen gefahren habe, Leute, was ist das für ein geiles Auto? Was ist das für ein geiles Auto zu fahren? Also der Ferrari, Red Bull allgemein, also diese Top-Fahrzeuge, Top-Rennstähle, da merkst du dann doch den Unterschied, was du für eine, also was ich für eine schlechte Karre fahre, wenn ich dann so ein Top-Fahrzeug fahre, weil du fährst so geil um die Kurven, du bist viel schneller und alles. Also da freue ich mich schon drauf, wenn wir mit unserem Rennstall dann endlich mal auch so weit sind, dass wir auch mal diese auf dem Genuss des. Oh, das war gar nicht schön, aber ich lasse das mal so laufen. Ich weiß, dass es ein Fehler ist, aber ich kann auch nicht immer die Wiederholung anmachen. Ich könnte schon, aber das langweilt euch ja auch, Leute. Das möchte ich ja auch nicht. Oh, das war eine geile Kurve, die wir. Oh Mann, ey, ich baue ein Stoßer nach dem anderen. Das muss besser werden. Die Strecke ist aber auch echt ganz schön eng, wie ich finde. Boah, das war geil. Okay. Da muss ich nochmal von vorne das Ganze machen. Das war ein heftiger Aufprall. Mach den Motor aus und warte auf die Marshals. Ja, wir werden das natürlich wiederholen. Das war zu doll, Leute. Da bin ich ein bisschen zu schnell um die Kurve gefahren. So, wo war das jetzt? Hier nicht. Hier haben wir die Kurve noch bekommen. So, hier, ja. Ja, es ist halt kein Ferrari oder Red Bull, ne? Wir müssen ihn wegstoßen. Ach, ey. Ah, ich wollte gerade sagen, er fährt in die Boxenstopp, der Albon, aber. Okay, das war nicht sehr clever gelöst, die Kurve. Albon! Was ist los mit dir, Albon? Der übertreibt ja ganz schön. Naja, Platz 13 ist okay. Sponsoren wären mit diesem Platz auch schon zufrieden. Ich eigentlich auch. Weil wir sind, glaube ich, aber nicht vor Vettel. Ne? Doch, wir sind vor Vettel. Das ist ja das Mindeste. Weil wir müssen unseren Rivalen halt schlagen. Vettel ist halt unser Rivale. Und dem müssen wir es halt zeigen. Ne? Das gibt dann auch nochmal extra Anerkennungspunkte. Oh, das war nicht sehr schön. Oh. Mensch, da wird einem schwindelig, so wie ich fahre. So, jetzt aber. Ja, das war gar nicht so verkehrt. Oh. Die berüchtigte Kurve, was sagt der am Anfang? Kurve 9 oder Kurve 11? Irgendeine Kurve da war auf jeden Fall sehr, sehr berüchtigt, sagte ja der Moderator am Anfang. Boah, das war aber gar nicht so verkehrt. Okay, das war wieder schlecht. Oh Mann, ey. Da merkt man, dass ich aus der Übung bin. Hab ja schon wieder ein paar Tage keine Videos gemacht bei der Formel 1. Okay, jetzt. Hier muss man aufpassen, ja. Jetzt Vollgas wieder voran. Bald soll ja auch der Formel 1 Manager 2022 rauskommen, Leute. Ich habe mir mal überlegt, dass ich vielleicht das Spiel auch mal anzocken werde. Oh! Motor aus, Motor aus. Ich muss ein bisschen langsamer fahren. Ich bin halt so aufgeregt, weil hinter uns die ganze Zeit die Fahrzeuge sind. Möchte man halt ein bisschen schneller fahren. Damit man auch den Vorsprung ausbaut, aber. Das geht bei mir immer irgendwie schief. So, hier war das irgendwo, diese Kurve, diese. Ja, geschafft. Vielleicht mal mehr vom Gas weggehen, wenn ich um die Kurven fahre.
Könnte eine Idee sein. Oh, ich werde überholt. Ja, die haben auch das, sag ich mal, Fahrzeug, das schon ein paar Schäden hat. Ah, das war nicht schön. Mist, der ist schnell. Aber wir sind schneller, wie man merkt. Unser Fahrzeug ist ziemlich schnell gegen den von Albon. Das ist der Williams, meine ich. Oder McLaren. Ich bin mir da wirklich gar nicht so sicher, Leute. Alle Farben kenne ich denn doch nicht. Okay, das war okay. Ah, jetzt kommt wieder diese Kurve, ne? Ja. Genau, ich wollte gerade sagen, die Formel 1 Manager 2022, das kommt ja auch jetzt Ende August raus, irgendwie am 25. Und da bin ich auch schon am Hadern, ob ich mir das hole. Habe ich irgendwie schon doch Lust drauf. Habe ich doch schon irgendwie Lust drauf, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber unser Fahrzeug, also irgendwie sind hinter uns alle irgendwie sehr nah dran. Boah, wir haben die Kurve wirklich sehr, sehr gut passiert hier. Sehr, sehr schön. Weiter geht's, Leute. Vollgas voraus. Hier war jetzt so eine verdammte Kurve, glaube ich. Hier war das, ne? Ja. Einmal aus dem Gas, vom Gaspedal weg. Ja. Ah. Zu spät gebremst. Also die Strecke ist wirklich sehr, sehr anstrengend, wie ich finde. Muss man ja mal hier gestehen. So, jetzt nochmal. Hier kamen wir durch. Hier war auch noch alles gut. Hier wollen wir rein. Und hier wollen wir jetzt bremsen. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Nach 5, 6 Mal Disqualifizierung wurde es aber auch mal Zeit, dass wir die Kurve hier bekommen. Weil irgendwie bin ich in diesem Video nicht so der beste Fahrer, muss ich ganz ehrlich gestehen. Weil die Strecke ist aber auch nicht die beste, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Boah, es war auch wieder ganz knapp. Gut, dass ich aus dem Gaspedal weggegangen bin. Oh, Vettel. Vettel holt uns ein. Der ist viel schneller als wir. Das könnte auch daran liegen, dass unser Fahrzeug einen Schaden hat. Okay, warte mal. Wir werden es jetzt nochmal versuchen. Wir lassen auch Vettel diesmal nicht vorbei. Ah, es war zu spät. Die Wiederholung hat nicht gepasst. Ja, da müssen wir Vettel vor uns lassen. Das bringt nichts, den kriegen wir nicht mehr überholt. Oh, ich habe jetzt einen Move versucht hier. Oh, Vettel. Das hat ganz schön gekracht. Alles okay? Oh, Leute, Leute, Leute. Das war nicht sehr schön. So, jetzt muss ich aber Vettel mal vielleicht echt vorbeilassen, weil das wird sonst nichts. Wir holen ihn noch ein. Da bin ich mir ganz sicher. Wir werden ihn auf jeden Fall noch einholen. Hier vielleicht. Ah, das war nicht schön. Nein, das war gar nicht schön. Oh Mann, bin ich schlecht. Da merkt man, dass ich nicht so ein geübter Fahrer bin. Merkt man das? Ah, Mann, ich möchte Vettel nicht vor mir haben. Na, da bin ich auch schon. Jetzt bremsen, jetzt bremsen. Oh, das kriegen wir nicht. Das kriegen wir nicht gerettet. Das kriegen wir wirklich nicht gerettet. Das kriegen wir wirklich nicht gerettet. Leute, das kriegen wir nicht gerettet. Was? Warte, 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 warte. Einmal ganz weit zurück. Bremsen. Ich bremse, ne? Ich bremse, aber das kriegen wir nicht gerettet, Leute. Das kriegen wir nicht gerettet, leider. Na, jetzt haben wir verkackt. Jetzt haben wir sowas von verkackt. Wir haben sowas von verkackt, Leute. Nur weil wir Vettel nicht vorlassen wollten, ne? Jetzt müssen wir richtig eine Aufholjagd hier starten. Komm. Boah, es regt mich gerade richtig auf, dass wir da so doll verkackt haben. Wirklich, das macht mich richtig sauer. Das macht mich sowas von sauer, Leute. Ich bin richtig aggressiv. Jetzt müssen wir richtig loslegen hier. Boah. Ich finde das auch mit der Wiederholung ziemlich schlecht, dass man da irgendwie nicht... Ne, dass, wenn man eine Wiederholung gemacht hat, dass man denn
da nicht viel machen kann, ne? Weil man dann auch weiter ist bei der Wiederholung, bei der nächsten, wenn man dann nochmal eine startet. Habt ihr ja gemerkt, da gibt es keinen Ausweg. Aber keine Ausreden hier. Die Wiederholung ist schon ein Geschenk, sag ich mal. Die gibt es ja auch in der Realität nicht. Schön wäre es für einige Fahrer. So, jetzt aber, jetzt, Mann, ey. Das fuckt mich richtig ab, Leute. Ich bin richtig sauer. Ich bin richtig sauer auf mich selber. Wirklich, richtig sauer auf mich selber, dass ich das so verschenkt habe. Ich war 12. oder irgendwie hätte ich auch 13. werden können, dann habe ich jetzt alles verloren, ne? War zu gierig wieder. Wollte Vettel unbedingt nicht vorlassen. Und dann passiert das. Was noch schlimmer ist. Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst um die Kurve, weil ich so aufgeregt bin. Boah, das war auch wieder knapp. Zum Glück bin ich vom Gas gegangen. So. Wir haben jetzt Runde 5. Teamkollege in der Boxengasse. Wir sollten vielleicht auch mal demnächst in die Boxengasse, dass unser Fahrzeug mal repariert wird. Weil dann sind wir auch schneller. Diese ganzen Schäden, die wir haben und alles, das macht uns auch langsamer, Leute. Man glaubt es nicht, aber es ist wirklich so. Weil die Aerodynamik auch nicht wieder stimmt. Ja, weil wenn wir irgendwo, sage ich mal, eine kleine Beule haben oder irgendwas, dann stimmt die Aerodynamik nicht. Und das kostet auch Geschwindigkeit. Würde ich zumindest schätzen. Deswegen werde ich in der nächsten Phase des Rennens oder in der nächsten Runde, sage ich mal, in die Boxengasse einfahren. Werde dann ja auch die Softreifen aufziehen. Die Softreifen sind ja auch schneller. Sind die schnellsten Reifen, die man so haben kann. Und dann werden wir mal schauen, dass wir irgendwie vielleicht noch ein, zwei Plätze gut machen. Das ist echt sehr, sehr ärgerlich. Ah, ich bin sauer auf mich selber. Ohne Ende, Leute. Aber wir sind 16. Aber ja, auch nur, weil die in der Boxengasse gerade alle sind. Wenn die nicht in der Boxengasse wären, wären wir wahrscheinlich wieder 20. So. Jetzt müssen wir auch gleich mal in die Boxengasse fahren. Und mit der Boxengasse, die Steuerung, da kriege ich auch immer nicht hin. Dass man im richtigen Moment einbiegt, damit die Boxenstoppzeit so gering wie möglich gehalten wird. Da habe ich immer noch keine Lösung für gefunden. Müssen wir mal schauen. Okay. Aus dem Gaspedal runter, wenn wir so um diese Kurven fahren, dann sollte das auch was werden. Jetzt Boxengasse rein. Nützt nichts. Wir müssen da rein. Da haben wir auch die Softreifen. Was war das denn? Oh! Okay, warte mal. Ich habe jetzt aus Versehen die Wiederholung gedrückt. Weiß nicht, welche Taste das war. X oder Y. Aber wir müssen auf jeden Fall bei der Boxengasse ein bisschen langsamer fahren. Weil ich habe gemerkt, das ist schon doch rot alles da. Oh! Oh! Ich dachte wirklich, die Key hat das jetzt übernommen, die Steuerung. Da habe ich kurz ein bisschen nicht aufgepasst. So, jetzt aber. Jetzt hat die Key das übernommen. Stoppzeit. So, welche Taste müssen wir jetzt drücken? Da steht auch gar nichts. Da steht auch gar keine Taste, Leute. Mann. Es gab wohl ein Problem beim Entfernen des Frontflügels. Wir müssen darüber hinwegkommen und stark abschließen. Okay. Oh, es gab ein Problem. Wir haben jetzt die Flügel alles ausgetauscht. Jetzt sind wir wirklich schnell. Weil jetzt ist wirklich... Jetzt haben wir wirklich jeden Schaden an so einem Fahrzeug reparieren können, außer... Da bin ich jetzt voll durcheinander gekommen, weil die CPU steuert das, ne? Der Computer, der steuert das. So, jetzt. Steuern wir hier schon selber? Nee. Jetzt, gleich nach der Kurve. Oh, das ist aber auch wirklich mies gemacht. Dann kann man lieber auch aus der Boxenkasse selber rausfahren, kann man das selber ein bisschen einschätzen. Oh, jetzt sind wir auch deutlich schneller, Leute. Man merkt auch, wie schnell wir beschleunigen. Jetzt mit dem Softreifen.
wenn die erstmal auf Temperatur kommen, dann ziehen wir richtig durch. 21. Platz. Oh, ich kann gar nicht hinsehen. Ich kann da gar nicht hinsehen. Aber wir haben die Softreifen. Wagen ist repariert. Wir dürfen jetzt keine Unfälle mehr bauen. Dann behalten wir unseren Speed. Wenn die Reifen dann, sag ich mal, warm sind, dann können wir vielleicht 2-3 Plätze gut machen. Weil da müssen ja noch einige auch in die Boxengasse fahren. Wir sind ja nicht der Einzige, der fahren muss. Also dementsprechend hoffe ich, dass wir da vielleicht noch zumindest es schaffen, nicht Letzter zu werden. Oh, das ärgert mich ja doch schon, dass wir am Anfang so stark waren und dann Mitte des Rennens irgendwie so reingeschissen haben, sag ich mal auf gut Deutsch gesagt. Ne, wir waren echt im mittleren Mittelfeld. Mittelfeld waren wir, aber ja, es ist manchmal so. Man muss hier bei der Formel 1 auch wirklich darauf achten, dass man gar keine Fehler macht. Vor allen Dingen mit so einem Auto muss man halt echt auch aufpassen. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich fahre den Ferrari, das ist halt ein ganz anderes Gefühl. Aber das ist dann jetzt auch wieder eine Ausrede. Ich habe auch schon bessere Rennen gefahren. Das wisst ihr ja auch. Auch mit diesem Wagen. Das wird noch. Gedulden wir uns. Gedulden wir uns, das wird noch. So, jetzt mal kurz aus dem Gaspedal runter. Ja, guck mal, die Kurve habe ich doch richtig gut genommen. Hier, auf dieser Geraden schaffen wir doch bestimmt über 330 wieder. Mit den Softreifen sollte es eigentlich ein bisschen schneller sogar gehen. Boah, es macht so Spaß, auf so einer Geraden durchzuziehen. Sehr gut. Wir müssen auf jeden Fall jetzt noch 1-2 Plätze gut machen, Leute. Letzter möchte ich nicht werden. Sehr schön, weiter geht's. Der Wagen vor dir hat gerade auf harte Reifen umgestellt. Wagen vor dir jetzt auf harten Reifen. Okay, den sollen wir eigentlich einholen. Harte Reifen sind ja nicht so schnell wie die Softreifen. Die Softreifen sollen ja die schnellsten sein. Aber dafür halten die halt nicht so lange, ne? Dafür halten die Hartreifen am längsten irgendwie. Wenn ich mich nicht täusche jetzt. Das ist halt so der Vor- und Nachteil. Oh, jetzt habe ich den Fund. Warte mal, da spüle ich zurück. Ich möchte diesen Schaden nicht haben, weil das macht ja doch schon was aus am Endspeed. Je nachdem. Und dann möchte ich diesen Schaden nicht drin haben. Hier war das, ne? Ah, okay. So, jetzt ist unser Wagen auch perfekt. Okay, da guckt man nach hinten. Ich wollte eigentlich mal den... Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich wollte eigentlich gerade den Wagenstatus einmal sehen. So, nach dieser Kurve gehe ich rein. Hier. Jetzt wollte ich gleich den... Ja, genau, den Schaden hier mal sehen. Wie das am Fahrzeug so aussieht. Die Reifen... 4%, 3%, 5%. Ah! Okay. Temperatur stimmt, denke ich mal. Motor ist in Ordnung. Wir hatten ja den frischen Motor in der letzten Folge eingebaut. Oder, ja genau, Anfang letzten Videos. Da haben wir ja die verbrauchten Motoren, die nicht mehr so ab auf dem neuesten Stand sind oder abgenutzt sind, haben wir ja gegen einen frischen Motor ausgetauscht. Vor uns 16,6 Sekunden. Aber die müssen ja auch noch in die Boxengasse, wenn mich das nicht täuscht. Boah, das war knapp. Die müssen ja noch in die Boxengasse. Die waren ja noch gar nicht da. Deswegen dieser große Vorsprung. Das holen wir noch ein, Leute. Safe. 317. Mit dem Medium-Reifen waren wir hier irgendwie schneller. Vielleicht täusche ich mich auch. Weiter geht's. Oh, Aserbaidschan ist aber auch wirklich sehr, sehr schön. Muss ich ja mal gestehen. Die ganzen Wolkenkratzer. Auch nicht irgendwie so eine ganz normalen, die nur straight nach oben gehen. Nein, die sind wirklich so gebogen und alles. Hat wirklich schon seinen eigenen Flair. Das muss man ja auch mal gestehen. So,
So, jetzt Vollgas, Mensch. Wir müssen ein, zwei Plätze zumindest gut machen. Ich will nicht letzter werden. Vettel werden wir auf jeden Fall nicht schlagen. Der wird im Mittelfeld landen. Oh, diese verdammten Kurven hier. Ah, diese Wolkenkratzer meine ich, die so gebogen sind. Wirklich sehr, sehr geil. Wie so eine Haiflosse. Sieht das ein bisschen aus. Finde ich richtig cool gemacht. So, diese verdammte Kurve. Aha. Gut bekommen. Hier kommt jetzt auch wieder so eine. Ja, genau. So langsam habe ich das im Kopf. Sehr schön. Hoffentlich muss noch einer in die Boxengasse. Ich weiß gar nicht, ob noch einer muss. So langsam gebe ich die Hoffnung auf hier. So. Das war okay. Die Race S1. Ja, was für ein Slogan. Stand gerade da oben. Oh, bin ich bescheuert wieder. Ich glaube, mit X oder Y kann man diese Rückblende direkt anmachen. Brauche ich nicht immer dieses Menü öffnen. Das ist gut zu wissen. Sehr schön. Dann sind wir mal sehr gut durchgekommen. Jetzt über 300 km/h, das macht richtig Fun, wenn man so schnell ist. Einer ist disqualifiziert, der Schumacher. Deswegen sind wir auch nicht letzter. Wahrscheinlich werden wir dann letzter. Fällt mir gerade auf. Mick Schumacher ist disqualifiziert worden. Das passiert dem jungen Mann ja wirklich sehr oft. Was ja wirklich sehr schade ist. Es macht so Spaß, so schnell durchzuziehen. So, Leute. Wir haben noch 3 Runden. Ich weiß nicht, ob da noch was... Ob da noch was rauszuquetschen wird. Aber ich glaube nicht. Scheinbar waren die schon alle im Boxenstopp. Und wir sind wohl echt der Langsamste. Ja, aber wir haben auch voll verschenkt, Leute. Wir haben so verschenkt. Der eine Unfall, der hat uns wirklich 10 Plätze gekostet. Wir waren irgendwie 13. oder 12. Das hat uns wirklich... das Genick gebrochen. Ja, nicht schön. Aber was willst du machen? Neu starten möchte ich nicht. Das gehört alles mit dazu irgendwie, mit Höhen und Tiefen. Werden wir auf jeden Fall diese Saison durchspielen. Nützt nichts. Wäre ja auch langweilig, wenn ich mal wieder neu starte. Ne? So, jetzt sind wir in die Kurve hier gut gekommen. Oh, das war gut. Mal eine gutes Erfolgserlebnis hier. So, weiter. Vielleicht sollte ich weniger reden und mehr fahren. Das könnte auch die Lösung sein beim nächsten Mal. Das werde ich mir mal vielleicht ein bisschen zu Herzen nehmen. Boucher ist 18. Der ist 3 Plätze vor uns. Den holen wir auf jeden Fall nicht ein. Ja, war klar. Wenn wir da so einen Fehler machen, kein Wunder, dass wir da fast eine halbe Minute hinter unseren Kollegen hängen. Genauso wie jetzt. Wieder zu viel geredet, wieder abgelenkt. So, jetzt werde ich das nochmal versuchen gleich. So. Ja, da muss ich auf jeden Fall ein bisschen weniger reden. Das wird mein Vorsatz sein. Auf jeden Fall. Auf dieser Geraden, da fahre ich so gerne. So, und jetzt bremsen. Sehr schön. Weniger reden, mehr fahren. Das wird jetzt auf jeden Fall mein Vorsatz sein, Leute. Das wird mein Vorsatz sein. So. War nicht sehr schön, aber ist okay. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden.
das sollte reichen. Weniger reden, mehr fahren, das ist unsere Devise. Das war nicht schön. Das war gar nicht schön. Oh, das war auch nicht schön. Aber ich meine, das Rennen ist eh gleich zu Ende, also. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 22,1 Sekunden. Ja, den kriegen wir niemals. Ja, das war unsere eigene Schuld. In diesem Rennen, also da haben wir wirklich selbst verschuldet, dass wir diesen Platz so jetzt verdient haben. Ja, haben wir wortwörtlich verdient. Wirklich. Kannst nichts machen. Das haben wir wirklich verdient. Vorletzte Runde. Weniger reden, mehr fahren. Deswegen, Leute, wenn ich nicht mehr so viel rede, wisst ihr Bescheid jetzt. Ich werde das auch so durchziehen, weil ich möchte auch mal Erfolge hier feiern. Und wir hätten einen dicken Erfolg feiern können. Mit vielleicht 12., 13., vielleicht sogar 10., wer weiß, vielleicht hätten wir noch ein, zwei Leute eingeholt. Und jetzt sind wir jetzt wirklich Letzter. Also Letzter im Sinne von, es gibt keinen Fahrer mehr hinter uns. Außer Mick Schumacher, aber Mick Schumacher ist ja schon raus. Der zählt ja nicht quasi. Und wir sind also quasi von den aktiven Fahrern der Letzte. Das tut schon weh. Und deshalb werde ich nicht mehr viel reden. Ach, das war gar nicht gut. Jetzt war es wieder genau diese Kurve, wo ich verkackt habe. So. Und jetzt begeben wir uns wieder rein. Das war schon besser. Frag mich, ob Mick Schumacher wegen uns disqualifiziert wurde oder ob er selber einen Fehler gemacht hat. So viele Fehler, wie wir gemacht haben auf dieser Strecke, könnte es sein, dass er vielleicht wegen uns irgendwie... Es gab einen Zwischenfall auf der Strecke, aber die Rennleitung will das Safety Car nicht rausschicken. Okay. Sei einfach vorsichtig. Dass er vielleicht wegen uns rausgeflogen ist, das wollte ich ja nicht sagen. Oh! Was ist passiert? Bist du in Ordnung? Ach, ist das nervig. Jetzt wieder rein. Okay. Ja, wir werden auf jeden Fall gleich überholt. Überrundet quasi. Letzte Runde. Die sind schon fertig alle. Wir müssen noch eine Runde fahren. Lächerlich, Leute, wie schlecht wir sind. So. Das ist wirklich die letzte Runde jetzt und dann haben wir das Rennen beendet. Es tut mir wirklich leid, Leute, dass wir in diesem Video wirklich so schlecht waren. Das muss man ja wirklich so sagen, dass wir dann mit dem Vettel diesen Rivalitätskampf hatten und dann am Ende doch irgendwie alles verloren haben, sag ich mal. Anstatt einen Platz zu verlieren, habe ich alles verloren. Ah, da kann ich mir so in den Hintern beißen. Vor Enttäuschung und Wut. Das muss ich hier echt gestehen. Naja, machen wir es beim nächsten Mal besser. Nützt ja nichts. Max Verstappen wieder einmal der erste. Puscher 18. Ah, jetzt habe ich wieder mich ablenken lassen. Jetzt habe ich mich wieder ablenken lassen. Vollgas rein. Weil ich wieder geguckt habe, wer jetzt schon Erster ist und wie die Platzierungen sind. Da wurde ich abgelenkt. Also da muss man wirklich aufpassen. Jetzt kommt wieder so eine verdammte Kurve hier. Ja. Aserbaidschan, ganz okay die Strecke. Einige sehr, sehr berüchtigte Kurven, wie der Moderator das am Anfang gesagt hat. Fand ich dann doch schon sehr schwierig.
Naja, jetzt kann uns eh keiner mehr überholen, also es ist auch völlig egal, ob wir jetzt einen Fehler machen. Theoretisch. Aserbaidschan. Das war also das Rennen von Aserbaidschan. Nicht sehr zufriedenstellend. Wirklich, das regt mich richtig auf, dass wir da so viele Plätze verschenkt haben. Es hätte viel, viel besser enden können. Und wieder so ein Scheiß. Geht's dir gut? Motor aus, Motor aus. Motor aus, Motor aus. Ja, kann auch zum Flammeninferno werden, ne? Was da alles passieren kann. So, jetzt nochmal. Oh, okay. Ja, das muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen üben. Und vor allen Dingen mit Ferrari, als ich das gefahren habe, wurden mir richtig so die Augen geöffnet quasi. Wie schön ein Auto sein kann. So, damit ist das Rennen auch beendet. Leute, schade. Schade, schade. Ist viel schlechter geworden, als wir es eigentlich hätten machen können. Aber verdient, dass wir so schlecht sind. Verdient, dass wir so schlecht sind, diesen Platz bekommen haben. Da haben wir wirklich selber Schuld. Fahrer des Tages, Kevin Magnussen. Okay. Ja, wir machen weiter. War ja klar, dass Max Verstappen wieder einmal gewinnt. 1000 Erfahrungspunkte, ein Level-Up ist da wohl drin, oder? Ja. Der Vorsprung des Führenden der Rangliste hat sich heute... Ja. Es tut mir richtig leid, Leute. Es tut mir richtig leid. Ja, richtig schlecht, also... Kein Wunder, dass wir unseren Rivalen hier nicht besiegen können. 30 Punkte müssen wir schaffen, dann verbleibende Rennen 1. Ein verbleibende Rennen noch, okay, dann haben wir eigentlich einen guten Vorsprung zu Vettel. Gesamte Teamanerkennung steigt. Sehr gut, Stufe 9. Und ich glaube, auf Stufe 10 gibt es dann auch den nächsten Sponsor. Ich schließe ja bei einem Rennen mindestens unter den besten 16 ab. Sehr gut. Schaden, ey krass, Theo Pochet hat sogar mehr Schaden als uns bekommen. Gesamt 2,26 Millionen, das ist doch schon mal eine Summe, mit denen kann man auch dann was anfangen. Leute, ich würde sagen, nach diesem katastrophalen Rennen werde ich mich jetzt erst einmal verabschieden. Ja, bedanke ich mich nochmal fürs Zuschauen, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und bitte ein Abo dalassen, wenn ihr mich unterstützen wollt. Ja, auch wenn das Video nicht so schön war. Wir machen in der nächsten Video genau hier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und ciao.